Die Frage, die über allem steht, ist ja, oder erstmal ist eine Erkenntnis über allem, nämlich die Erkenntnis, dass meine Gesundheit von meinem Verhalten abhängig ist. Ja, klar, es gibt äußere Faktoren, es gibt Luftverschmutzung, es gibt Nahrungsmittel, die vielleicht nicht optimal sind, es gibt Stress, es gibt eben Faktoren, die von mir vielleicht nicht direkt beeinflussbar sind, aber es gibt den sehr, sehr großen, wahrscheinlich wichtigsten Faktor für meine Gesundheit und das ist mein direktes Verhalten und das kann ich beeinflussen, möglicherweise ändern. Gesundheit ist das Alpha und das Omega. Spannende Topics, gehaltvolle Experten-Talks, faszinierende Insights. CyberHealth, dein Podcast zu den wirklich wichtigen Themen. Mit deinem Gesundheitsengel und Gastgeber Tom Dederichs. Herzlich willkommen ein weiteres Mal zum CyberHealth Podcast. Im Dezember 2022 mit dem wichtigen Thema Prävention 2.0. Wir sind am Jahresende und das neue Jahr ist kurz davor zu beginnen. Und wie so oft werden viele von uns hehre Ziele mit diesem Neustart verbinden. Möglicherweise gesundheitliche Ziele, möglicherweise die Zielsetzung präventiv, also bevor man krank wird, an diesen gesundheitlichen Zielen zu arbeiten. Und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um einen solchen Podcast zu machen, wie wir den jetzt machen. Dazu begrüße ich euch ganz herzlich und zwar nicht ich alleine. Ich bin Tom von CyberConcept und ich habe heute bei mir den Oliver Neumann von CyberConcept, unseren Geschäftsführer und teile mir mit ihm heute in diesem Podcast die Gastgeber- und Gastrolle, denn ich gebe es ganz offen zu, das ist ein Podcast in eigener Mission sozusagen. Genau, ja. Wir von CyberConcept wollen ein wichtiges Thema gerne an euch transportieren. Herzlich willkommen, lieber Olli, in diesem Podcast. Tom, ganz, ganz lieben Dank für die nette Begrüßung und schöne Einleitung und natürlich auch von mir herzlich willkommen an alle, die uns heute zuhören. Und ja, ich glaube, wir haben ein paar spannende Themen heute für die Zuhörer zu berichten. Ja, ganz genau. Ein Podcast in eigener Mission. Wir sind als CyberConcept ja ein Gesundheitsunternehmen. Uns gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Und gerade in den letzten Jahren versuchen wir immer stärker uns zu definieren und uns zu überlegen, was ist denn eigentlich unsere Zielsetzung? Mhm. Wo ist denn eigentlich unser Platz in dieser Gesellschaft und in dieser Zeit? Und wie wollen wir unsere Themen nach vorne bringen und einen Beitrag leisten? Darum geht's in diesem Podcast heute auch, das so ein bisschen zu skizzieren und Möglichkeiten daraus aufzuzeigen. Deshalb jetzt erstmal meine Frage an dich, wo wir uns vielleicht den Ball ein bisschen hin und her spielen können. Was ist denn unsere Mission? Was macht uns denn aus? Ja, das ist natürlich eine sehr, auf der einen Seite auch eine sehr große und vielleicht auch sehr philosophische Frage schon fast. Aber wir versuchen es mal auf den Punkt zu bringen. Du musst mich gleich daran erinnern, dass ich eine Sache noch auch über dich ein bisschen erzählen wollte. Weil ich denke, wir sollten heute mal die Gelegenheit nutzen. Du hast ja jetzt schon, ich glaube, die 7. oder 8. Folge hier mit unserem Podcast durchgeführt. Mhm. Und natürlich bist du immer präsent und hast die Hörer begleitet oder auch die Interviewpartner mit begleitet. Vielleicht erfahren wir auch mal ein bisschen was über dich. Vielleicht für den anderen auch ganz interessant. Aber ich gehe noch mal auf deine ursprüngliche Frage ein, wo ist unsere Mission? Also wir haben uns ja im letzten und auch im laufenden Jahr sehr stark mit unserem Thema Vision oder Mission auch auseinandergesetzt und wir haben herausgefunden, dass für uns das Thema Gesundheit über allem steht und wir haben das auch mit Werten begleitet. Wir haben auch überlegt, was ist tatsächlich nicht nur in der Zusammenarbeit hier bei uns im Hause wichtig, sondern was ist insbesondere auch im Umgang mit unseren Kunden oder auch mit den Menschen, die wir einfach begleiten zum Thema Gesundheit. Was ist da besonders wichtig? Also ich habe gerade noch so gedacht, wir haben ja gerade hier in unserem kleinen Podcast-Studio gesessen und haben über den Titel der Folge nochmal nachgedacht und habe ich so gesagt, Mensch, Gesundheit ist das neue Schlau. Mhm. Es gibt ja so ein paar Begriffe, die begleiten uns immer wieder. Unter anderem gab ja mal oder gibt es auch immer noch diesen Satz, Sitzen ist das neue Rauchen und keiner weiß ja so richtig, wenn man mal nachfragt, was bedeutet das denn überhaupt? Man geht immer so mit so Begrifflichkeiten oder mit so Sätzen durch die Welt und vielleicht können wir da heute mal so ein bisschen rein. Also für uns ist tatsächlich das Thema Gesundheit wichtig. Wir wollen die Menschen begleiten zu dem Thema Gesundheit und vielleicht die Frage beantworten, wie kann ich lange und gesund leben, wenn ich das möchte, ne? Genau aus diesem Gedanken ist ja bei uns dieser Claim Cyber Health entstanden oder es ist eigentlich mehr als ein Claim, es ist eigentlich so die Überschrift oder der Name für diese Mission und dieser Begriff Cyber Health, der steht ja für eine bestimmte
Aufgabenstellung, die wir uns selber gesetzt haben. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen, was damit verbunden ist? Ja, genau. Also wie gesagt, das Thema Gesundheit ist ja für uns letztendlich fast ein Lebensbegleiter. Also zu sagen, wir wissen das selber aus der eigenen Erfahrung heraus, solange wir gesund sind, spielt das Thema eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Wir leben unser Leben, wir haben unsere Familie, wir haben unsere unterschiedlichen Lebenswelten, in denen wir uns bewegen, ob das Beruf ist, privat ist, ob das vielleicht im Sport ist. Also wir haben unterschiedliche Rollen, die wir einnehmen. Aber tatsächlich erst dann, wenn das Thema Krankheit kommt oder vielleicht auch Schmerz kommt, dann widmen wir uns diesem Thema mehr und mehr. Aber vielleicht ist ja schön, einfach das Thema grundsätzlich einfach in das Leben mit zu integrieren. Und Gesundheit, wie kann ich das tun? Indem ich vielleicht einfach vorsorglich, also dieser Begriff, du hast ihn ja gerade gesagt, Prävention 2.0, da wäre ja die Frage, was ist 1.0 oder was ist Prävention grundsätzlich? Ist es vielleicht einfach, nicht nur daran zu denken, Gesundheit zu leben, sondern das auch ganzheitlich zu sehen, holistisch, und nicht nur dann irgendwie mich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn ich mal einen Schmerz, eine Krankheit habe, sondern vielleicht Krankheiten zu verhindern. Und da wollen wir eben diesen ganzheitlichen Ansatz über unterschiedliche Möglichkeiten im ganzen Leben bieten. Und dafür haben wir eben auch einige Angebote, ne? Ja, also mir fällt zu diesem Thema auch noch was ein, beziehungsweise ich habe da ein Bild im Kopf. Wir wissen ja, das haben wir auch in dem einen oder anderen Podcast schon mal thematisiert, alles ist Schwingung, ja. Am Ende ist alles Energie und Energie schwingt zwischen zwei Polen hin und her. Je schneller, je feiner die Schwingung ist, desto hochpotenter ist die Energie, die daraus resultiert. Das ist ein physikalisches Gesetz, was sich auf alles in unserer Existenz im Prinzip beziehen lässt. Und in dem Kontext fällt mir ein, ist es vielleicht eine Zielsetzung für uns, dass Menschen nicht zwischen total krank und total gesund hin und her schwingen, also wirklich diese weite Schwingung haben, ja, dass es also unheimlich lange dauert, bis sie reagieren auf Missstände in ihrem gesundheitlichen Leben, sondern dass vielleicht über unsere Angebote bei CyberHealth die Zugänge zu gesundheitlichen Aspekten schneller, präsenter ins Leben treten können, Menschen einfach frühzeitiger reagieren können und dann gar nicht so sehr in eine Schieflage geraten gesundheitlich, sondern im richtigen Moment schon erkennen, ah, jetzt müsste ich eigentlich was tun und dann ist eigentlich alles in Ordnung und ich komme zurück in die Balance. Das ist das, was für mich so mit dieser schnelleren Schwingungsfrequenz vielleicht zu vergleichen wäre. Und meine Vorstellung ist, dass wir bei CyberHealth eben im Prinzip zu jeder Lebenslage, das ist natürlich ein idealistisches Ziel, gebe ich zu, aber zu jeder Lebenslage ein Angebot platzieren können, wo jemand sagt, Mensch, och, das ist jetzt genau, was ich brauche. An der Stelle, jetzt hapert es gerade bei mir und da hole ich mir jetzt Unterstützung. Ja, genau. Und interessant ist ja immer, oder auch zu überlegen, wenn ein Mensch an der Position ist, der sagt, boah, das brauche ich jetzt, das möchte ich jetzt, oder das danach verlangt es gerade, dann ist er ja vielleicht schon in einem Bewusstsein, wo das wirklich klar ist. Aber viele sind ja da gar nicht. Also darüber, wir sagen ja da selber immer, wir beschäftigen uns jeden Tag mit dem Thema Gesundheit. Für uns spielt das selber eine große Rolle. Wenn ich hier an unser Team denke, wir kochen hier mittags zusammen, wir machen irgendwelche Challenges zusammen, ob das jetzt Liegestütze sind, kalt duschen oder vielleicht auch mal Planking oder sonst irgendwas, dann ist das Thema für uns irgendwie präsent. Aber das ist es ja nicht immer und auch nicht in jeder Situation im Alltag. Also wenn ich an den ganz normalen Menschen denke, der unterwegs ist, der oder die vielleicht mit Kindern auch unterwegs ist, der einen stressigen Arbeitstag hat, der vielleicht auch mal schlecht geschlafen hat, wie kann so jemand, der einfach mitten im Leben steht, der einfach ganz normaler Mensch ist, ein ganz normales Leben lebt, wie kann er das Thema Gesundheit für sich präsent machen? Und da wollen wir eben helfen. Und das finde ich schön, wie du das gerade gesagt hast, nicht in diesen beiden großen Spannungen, entweder ganz gesund oder ganz krank, sondern einfach die Möglichkeit zu haben, ein-, zweimal in der Woche, vielleicht auch nur einmal in der Woche, das Thema Gesundheit zuzulassen und mal zu erkennen, Mensch, wie geht das denn überhaupt? Und da können wir eben insbesondere ja auch mit, und da kommen wir dann zu Prävention 2.0, mit digitalen Tools weiterhelfen, wo wir sagen, jeder hat ein Smartphone dabei und jeder kann über das Smartphone dann vielleicht sich diese Tipps und Hinweise entweder schicken lassen oder auch im Alltag präsent haben. Das geht ja los von, ich nehme nicht den Fahrstuhl, sondern die Treppen, oder ich nehme nicht 4 Stücke Zucker, sondern nur 2. Mhm. Und wie nähere ich mich diesem Thema überhaupt? Also ja. wir sagen immer, wir haben ja diesen Begriff möglichst niederschwellig, weil man könnte auch sagen, möglichst einfach und gut in den Alltag zu integrieren. Also
weil wir eben nicht nur über Gesundheit, über Bewegung ja kommen, sondern wir reden ja letztendlich immer über das Thema Bewegung, Ernährung und letztendlich auch mentale Gesundheit. Okay, jetzt hast du im Prinzip schon direkt eingeleitet den Ansatz, den ich mir hier vorgenommen habe, um diesem Thema sich mal anzunähern. Die Frage, die über allem steht, ist ja, oder erstmal ist eine Erkenntnis über allem, nämlich die Erkenntnis, dass meine Gesundheit von meinem Verhalten abhängig ist. Mhm. Ja, klar, es gibt äußere Faktoren, es gibt Luftverschmutzung, es gibt Nahrungsmittel, die vielleicht nicht optimal sind, es gibt Stress, es gibt eben Faktoren, die von mir vielleicht nicht direkt beeinflussbar sind, aber es gibt den sehr, sehr großen, wahrscheinlich wichtigsten Faktor für meine Gesundheit und das ist mein direktes Verhalten und das kann ich beeinflussen, möglicherweise ändern. Die Frage ist, wie das funktioniert. Und die Frage, die jetzt zum Jahresbeginn für viele wieder aufpoppen wird, oder zumindest im Verlauf des Jahresbeginns, auch wenn ich mir das vornehme, warum schaffe ich es denn unter Umständen nicht, mein Verhalten wirklich nachhaltig zu ändern? Denn das ist ja dieses Thema mit den guten Vorsätzen im neuen Jahr, die ich eben mal angeführt habe, um das Thema zu eröffnen. Das wissen wir alle, die Ziele sind her zu Beginn des Jahres und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die trotz ihrer wichtigen und wertvollen Ziele dann irgendwie doch nicht so richtig erfolgreich damit sind. Die Frage ist aber, ob dieser Erfolg nicht sehr, sehr, sehr wichtig ist, wenn es um unsere Gesundheit geht und ob wir uns nicht damit auseinandersetzen sollten, welche Möglichkeiten gibt es denn, sich da Hilfe zu holen. Ja. Und wir von Cyber Concept mit unserem Cyber Health Gedanken sind ja darauf spezialisiert, genau solche Hilfestellungen anzubieten. Und diese Hilfestellung würde ich ganz gerne jetzt mal mit dir skizzieren. Also was konkret machen wir denn da? Was haben wir denn so im Köcher? Und dann mal das Ganze zu transportieren auf die Fragestellungen, was ist denn das mit dieser digitalen Welt, von der wir da immer sprechen? Ja, warum heißen wir denn Cyber? Ja, genau. Und dann, und da kommen wir dann zu dem Titel dieses Podcasts, Prävention 2.0. Was hat das denn mit meiner Krankenkasse zu tun? Mhm. Aber eins nach dem anderen. Was ist unser Angebot von Cyber Concept? Was machen wir denn eigentlich? Ja, du hast im Grunde eine Sache gerade schon angesprochen, die letztendlich einen großen Teil unserer Arbeit ausmacht. Das sind die Kurse, die wir digital anbieten über den Bereich der gesetzlichen Krankenkassen. Das ist zum Beispiel das Thema Prävention, aber da kommen wir ja sicherlich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Ich würde ganz gerne auch, das hatten wir ja heute versprochen, auch an, weil uns ja auch viele Fragen immer dazu erreichen und wir hören ja gleich auch noch ein paar Stimmen mal aus von den Leuten, die mit uns schon gearbeitet haben. Also dass wir mal beschreiben, wie dieser Prozess oder diese Möglichkeit überhaupt gegeben ist, mit uns über die Krankenkasse finanziert einen Präventionskurs zu machen oder einen Gesundheitskurs zu machen, also noch gar nicht in Prävention im Sinne von es ist immer alles nur schwierig und von oben her, also von oben im Sinne von ich bin krank und ich muss irgendwas tun, sondern wie kann ich Gesundheitsvorsorge beschreiben? Und das ist letztendlich unser Hauptbetätigungsfeld und wir haben so ein bisschen so zwei Flügelbetätigungsfelder, würde ich es mal nennen, also man könnte auch wahrscheinlich Wingman sagen, wo wir sagen, wir haben das Thema Cyberfitness, damit ist das Unternehmen ja auch groß geworden und gewachsen und das macht einfach sehr viel Spaß, diese Themen miteinander zu verbinden, also das Thema Gesundheitsvorsorge und Fitness und Bewegung und Ernährung auf einer Ebene, die unglaublich viel Spaß machen kann und die dann eben auch langfristig eine Verhaltensänderung hervorruft, die uns ja allen so wichtig ist, also nicht nur einmalig das zu tun. Das sind sicherlich zwei gute Kombinationen und wenn ich das so sehe, auch in unserer täglichen Arbeit, dann haben wir ein weiteres Thema aufgemacht, insbesondere jetzt für die kommende Zeit. Das ist das Thema Begleitung über Coaching, also über eine Maßnahme, die wichtig ist, um die Ziele weiter zu erreichen. Also dass wir den Menschen nicht einfach etwas vorsetzen und dann sagen, jetzt mach das mal selber weiter, sondern wir begleiten tatsächlich auch. Also es geht ja sogar, wir haben jetzt gerade letzte Woche haben wir noch hier zusammengesessen mit einem jungen Mann, der sie für sich das Thema Abnehmen sehr, sehr hochgestellt hat, weil er vielleicht über eine Erkrankung oder vielleicht Lebensumstände, das ist ein bisschen für ihn ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und der wird jetzt persönlich begleitet über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Aber das ist natürlich nicht für jeden möglich, das persönlich zu tun. Und deshalb bieten wir es eben auch auf der digitalen Seite an. Also einmal das Thema Prävention und dann die beiden Wingmans Fitness und Also worauf wir eigentlich spezialisiert sind bei Cyber Concept sind begleitende Coaching-Angebote, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen, die Menschen genau bei dem Thema unterstützen, was ich eben angesprochen habe, was scheinbar so schwierig häufig ist, nämlich tatsächlich und nachhaltig ihr Verhalten zu verändern.
Das ist letzten Endes ja das, worum es geht. Und das ist das, was wir, weil wir eben aus dieser Gesundheitsbranche kommen, zu unserem Thema gemacht haben, worin wir spezialisiert sind. Das ist unsere Profession. Und all unsere Kurse, die wir anbieten online, sind so konzipiert, dass sie genau das erreichen, Menschen ganz konkret in Bezug auf bestimmte Verhaltensweisen dabei zu unterstützen, diese zu verändern in eine positivere Form. Absolut. Ja? Das ist ja erstmal das, was über allem steht. Und jetzt machen wir das aber in einem bestimmten Setting, nämlich wir bieten das digital an. Du hast es gerade schon angesprochen. Und deswegen heißen wir auch Cyber, ja, weil das ein Begriff ist, der mit der digitalen Welt verknüpft ist. Und damals, als wir das gegründet haben, das Unternehmen, vor inzwischen 15 Jahren, da schien uns das der beste Namenszusatz, um klarzumachen, in welchem Bereich wir uns da bewegen. Jetzt ist es aber so, wir sprechen ja oft über all diese Begrifflichkeiten. Und wir haben auch schon öfter mal darüber gesprochen, dass der Begriff Cyber vielleicht für den einen oder anderen negativ besetzt ist, der damit in Verbindung kommt oder der das hört. Nichtsdestotrotz haben wir an diesem Namen festgehalten, weil es gibt wahrscheinlich gar keinen Begriff, der überhaupt nicht negativ besetzt ist. Aber das führt uns natürlich zu der Erkenntnis, dass grundsätzlich digitale Angebote in unserer Zeit noch nicht zu 100% angekommen sind. Also ist noch nicht selbstverständlich für viele Menschen, solche Coaching-Angebote, solche Hilfestellungen, sich auf dem Online-Weg oder auf dem digitalen Weg zu suchen. Und eine Aufgabe, die wir mit unserer Mission verbinden, ist klarzumachen und deutlich zu machen, wo denn die Möglichkeiten und die Vorteile der digitalen Lösung liegen. Ja. Mhm. Und ja, da erzählen wir natürlich immer viel davon, dass das ja sehr flexibel ist, dass man unsere Kurse nach einer freien Zeiteinteilung nutzen kann, von zu Hause aus, man muss nirgendwo hin, man hat direkte Zugriffsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Kriterien, möglicherweise sogar die entscheidenden Faktoren, wenn es darum geht, ob ein Programm erfolgreich ist oder nicht. Denn wenn ich das mal vergleiche mit analogen Angeboten, da habe ich eben häufig das Problem, der Kurs wird zu einer festen Zeit an einem bestimmten Tag angeboten und wenn ich zu dieser Zeit mal irgendwann nicht kann, habe ich direkt schon eine Folge Ausfall. So, das ist bei unseren digitalen Angeboten nicht so. Aber das sind natürlich alles theoretische Betrachtungen. Sehr, sehr wertvoll für uns ist, dass wir inzwischen, nach all den Jahren, in denen wir diese Kurse ja bereits anbieten und mit all den zigtausenden von Menschen, die durch unsere Kurse schon gelaufen sind und die absolviert haben, ein Riesenportfolio an Feedback von unseren Teilnehmern haben. Und ich glaube, ein solches Feedback beleuchtet sehr, sehr deutlich, was denn in so einem Kurs passiert und wie die Teilnehmer das erleben. Deswegen würde ich ganz gerne an dieser Stelle einfach mal so ein paar Feedbacks vorlesen. Ja, finde ich schön, genau. Die habe ich gar nicht in einem langen Prozess oder so rausgesucht, sondern tatsächlich ist unser Portfolio so riesig voll, dass ich jetzt eben einfach nur mal kurz reingeguckt habe und spontan mir 3-4 solche Feedbacks rausgeholt habe. Und das erste lese ich jetzt direkt mal vor. Hallo, gerne teile ich mit Ihnen meine Erfahrung. Ich bin nach einigen gesundheitlichen Problemen in den letzten 2 Corona-Jahren von 100% auf 20% meiner Leistungsfähigkeit zurückgesetzt worden. Ich war nicht mehr leistungsfähig und schon die kleinste Anstrengung überanstrengte mich. Da ich nicht wollte, dass ich mit 68 Jahren mein Leben gelebt habe, besuchte ich zunächst in Absprache mit meinem Arzt mehrere Yoga- und Pilates-Kurse. Die Angebote in den bereits laufenden Kursen waren für mich nicht leistbar und dementsprechend nicht motivationsfördernd. Auf der weiteren Suche nach Unterstützung traf ich im Internet auf Ihre Angebote, die auch noch von der Krankenkasse unterstützt werden. Ein wahrer Glücksgriff. Der Yogakurs ist sehr gut aufgebaut. Ich machte die Erfahrung, dass die Anforderungen zunächst in Einschränkungen leistbar waren, ich aber von Tag zu Tag und Woche zu Woche besser wurde. Ich entwickelte wieder Kraft und gleichzeitig gelang es mir, aus dem Stresskarussell auszusteigen. Ich freute mich auf jedes neue Modul und habe inzwischen Yoga zu meinem täglichen Begleiter gemacht. Ich habe mich wiedergefunden. Inzwischen walke ich wieder regelmäßig und baue meine Kondition und Kraft durch regelmäßiges Training auf. Auch Sport macht mir wieder Spaß und gibt mir viel. Ich bleibe dabei und wünsche mir nun einen Kurs, der auf dem Anfängerkurs aufbaut. Besonders motiviert hat mich, dass ich entsprechend meiner Leistungsfähigkeit arbeiten kann und mir die Zeit frei einteilen kann. Die Yogalehrerin möchte ich sehr loben. Sie macht einen guten Job. Durch die Videos konnte ich den einzelnen Teilen sehr gut folgen und bei Schwierigkeiten für mich durch erneutes Anschauen und Üben der Sequenz meine Fertigkeiten immer weiter steigern. Machen Sie weiter so.
Ja, sehr schön, ne? Macht Spaß. Das, ja, finde ich super. Absolut. Ja, das für mich sehr Wertvolle an diesem Kommentar ist, dass man hier sieht, wie die Grenze zwischen digitalem Angebot und analogem Leben gar nicht existiert. Ja? Da haben wir eine Teilnehmerin, 68 Jahre, also nicht mehr ganz blutjung, die offensichtlich schon in so einer fast Sackgasse angekommen war mit ihrer Leistungsfähigkeit und jetzt ein digitales Angebot, glücklicherweise eins von uns in der Situation, erfolgreich benutzen konnte, um auch in ihrer analogen Welt wieder ins Handeln zu kommen. Absolut. Ja? Und das ist ja genau das, was wir intendieren und wo wir unsere Möglichkeiten sehen. Also, wenn ich da kurz rein darf, ich finde es auch einfach sehr schön, weil du hast das schön beschrieben, der Übergang oder auch das Zusammenspiel zwischen der analogen und digitalen Welt funktioniert hier wirklich top. Also jemand, der vielleicht über eine Erkrankung oder jetzt, sie hat Corona angesprochen, in dieser Zeit irgendwie mehr zu Hause war, die Leistungsfähigkeit nicht mehr die war, die sie vielleicht gewohnt war in den Jahren zuvor, vielleicht auch noch ein paar entscheidende Jahre, so zwischen 65 und 70, vielleicht nochmal ein kleiner Leistungsknick so insgesamt zu erwarten. Und sich aber dann fit zu halten, spielt eine besondere Rolle. Und das dann auszulösen über einen Kurs, sie hat jetzt Yoga angesprochen, der zunächst mal ein gutes Grundlagentraining darstellt, wo sie einsteigen kann in das Thema Bewegung, was ja in einem gewissen Alter besonders wichtig ist. Mhm. Aber dann eben auch zu sagen, ich habe Yoga in meinen Alltag integriert, das habe ich mir gerade hier noch aufgeschrieben, ja. Heißt aber auch, sie setzt es fort. Sie hat die Möglichkeit, es fortzusetzen, entweder auch über uns, also über einen digitalen Kurs oder eben auch in einem Studio ihrer Wahl in ihrer Nähe, um wieder den Kontakt, den sie jetzt vielleicht auch mental plötzlich wieder geben kann oder nehmen kann, wo sie sagt, Mensch, ich bin wieder so fit, dass ich auch gerne in die Begleitung, in einen Kurs mit anderen Menschen gehe. Und ich glaube, da kommen so viele Aspekte zusammen zum Thema Gesundheit. Also es ging ihr nicht schlecht. Sie merkte nur, es passiert irgendetwas mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit und damit natürlich auch mit meiner mentalen Gesundheit. Und sie nutzt die Kurse, die auch noch Krankenkassen unterstützt, ihr den Einstieg in das Thema Gesundheit oder verbessertes Leben vielleicht sogar gehen. Und das ist ein tolles Beispiel. Und deshalb glaube ich, ist das deshalb ein schönes Beispiel, weil es nicht unbedingt über Krankheit gestützt kommt, sondern es kommt so aus dem Lifestyle-Gedanken heraus. Wir haben ja im ersten Podcast, den wir beide ja zusammen gemacht haben, das war ja Folge 0, sehr viel über das Unternehmen gesprochen und was wir alles machen und wo wir herkommen und so weiter. Und ich glaube, wenn man jetzt sieht, welche Möglichkeiten insgesamt in dieser, ich nenne es jetzt mal Cyberwelt sind, und du hast gesagt, ja, natürlich gibt es auch viele andere gute Programme am Markt, das muss man tatsächlich ja auch sagen, die auch sehr viel Wertigkeit haben, die langfristig auch bestehen. Und letztendlich freuen wir uns ja, wenn die Menschen grundsätzlich in die Bewegung kommen und sich vielleicht auch am Markt ein bisschen umgucken können und dann vielleicht bei dem einen oder anderen Anbieter bleiben. Aber das Thema Prävention und beziehungsweise auch Einstieg über einen Präventionskurs, das finde ich großartig und schönes Beispiel. Ja, absolut. Und wir sprachen ja auch von der nachhaltigen Veränderung meines Verhaltens und offensichtlich hat das hier bei dieser Dame funktioniert. Genau. Aber ich mache mal weiter. Tja, hier, es geht ja runter wie Öl, wenn man solche Kommentare liest oder bekommt. Sehr geehrter Trainer, heute habe ich den ersten Trainingsabschnitt absolviert. Ich bin 83 Jahre alt, hatte einen schweren Unfall mit Rippenbrüchen und Wirbelbrüchen. Nun bin ich dabei, langsam wieder mich aufzubauen. Ich wohne in einer ländlichen Gegend und muss ziemlich weit fahren, um ein Fitnessstudio oder Ähnliches aufzusuchen. Meine Krankenkasse ermöglichte es mir, an diesem Online-Kurs teilzunehmen. Leider habe ich keine Computerkenntnisse, aber letztendlich habe ich es doch geschafft. Ich musste allerdings viele Übungen wiederholen, aber das hat ganz gut geklappt. Ich muss jetzt eine Pause einlegen und dann geht es bald weiter mit den anderen Übungen. Ich freue mich so sehr, dass ich an diesen Übungen teilhaben darf und das alles in meinem eigenen Zuhause. Mit voller Dankbarkeit, Siegfried Z. Ja, 83 Jahre alt. Total. Ausgewiesenermaßen, so beschreibt er es ja selber, keine großen Computerkenntnisse. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, diese Berührungsängste oder Schwellenängste der Technik gegenüber. Ne? Absolut, ja. Was immer mal wieder dazu führt, dass jemand vielleicht solche Angebote nicht wahrnimmt. Deswegen ist das für mich so ein wertvolles Beispiel, wo jemand sagt, Mensch, ich überwinde jetzt mal diese Schwellenangst, mach trotzdem und es klappt.
Und ich kriege den Zugang zu einem Angebot, was mir offensichtlich eine Bereicherung. Ja, vielleicht nutzen wir das Beispiel auch einfach mal, um mal zu zeigen, wie buche ich denn überhaupt einen Kurs oder wie kann ich überhaupt mit uns in Kontakt treten? Also er hat ja gerade gesagt, über meine Krankenkasse. Also dieses Thema Prävention und das Thema Krankenkasse hängt ja deshalb zusammen, weil es gibt seit einiger Zeit über den sogenannten Präventionsparagrafen, will das gar nicht vertiefen, weil das macht gar keinen Sinn. Das ist der Paragraph 20 im SGB 5, also im Sozialgesetzbuch. Aber die Krankenkassen haben immer ein Angebot. Das bedeutet, dass ich als gesetzlich Versicherter zweimal im Jahr einen Kurs von meiner Krankenkasse erstattet bekomme, wenn dieser Kurs gewissen Rahmenbedingungen entspricht. Mhm. Das ist über eine Zertifizierung einer zentralen Prüfstelle, ZPP heißt der, und da haben sich alle Krankenkassen darauf geeinigt, wenn diese Prüfstelle die Kurse abnimmt, dann erstatten sie diese Kurse im Rahmen ihrer Bedingungen. Mhm. Und das kann sein zu 100%. Das bei einigen Krankenkassen, Betriebskrankenkassen, ist das zum Beispiel der Fall, dass sie auf 80% übernehmen, weil sie immer wollen, dass der Versicherte einen gewissen Eigenanteil hat. Die Krankenkassen gehen eben davon aus, dass das dann nachhaltiger ist, nach dem Motto, ich habe ein bisschen selber was bezahlt und mache den Kurs dann auch zu Ende. Wir können aber natürlich aus Erfahrung sagen, dass es ganz andere Gründe hat, warum ich einen Kurs zu Ende mache. Es ist eben nicht die Motivation über Geld, sondern es ist die eigene Motivation und auch das, was wir dazu beitragen. Also wenn ich diesen Kurs machen will, meine Krankenkasse muss den bezahlen. Wenn ich diesen Kurs zertifiziert habe, bei uns sind es ja 11 zertifizierte Kurse, die wir haben, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir verlinken ja auch mal unter dem Podcast unsere Seite über cyberprävention.de und jeder kann dann mal gucken, was haben wir denn da überhaupt. Aber nehmen wir mal den Kurs, den wir jetzt gerade auch schon hatten, den Yoga-Kurs zum Beispiel, der an sich, wo man sich fragt, welche Präventionsmaßnahmen passieren über Yoga, ja? Also, und in welchem Rahmen kann ich Yoga präventiv für meine Gesundheit einsetzen? Das sieht man schon, dass wir viele Dinge miteinander vereinen können. Also auf der einen Seite ein eher Lifestyle-Thema, wo es um das Thema Yoga geht, was irgendwie gerade sehr hip ist und populär. Populär. Und auf der anderen Seite wird aber eine Gesundheitsleistung bezahlt von der gesetzlichen Krankenkasse, ne? Und da sieht man eben, das ist aber hängt sehr stark mit dem Thema Ausgeglichenheit mentaler Gesundheit zusammen. Mhm. Also das Handlungsfeld, in dem wir uns da bewegen, ist eben mentale Gesundheit. Und ich habe eben die Möglichkeit, dass die Krankenkasse einen Kurs, der rein digital funktioniert, dass meine Krankenkasse diesen Kurs auch bezahlt. Also der Prozess wäre, ich entscheide mich für einen Anbieter, für einen Kurs, gehe auf Cyberprävention, suche mir diesen Yoga-Kurs aus und sage dann, ja, das möchte ich machen. Und kann dann im Internet, und das hat Herr Siegfried, hat er gesagt, auch geschafft, also auch in dem hohen Alter noch. Deshalb, wir bemühen uns ja auch man sagt immer User Experience, also das Hinführen zu dem Kurs, das Ausfüllen der Seiten und so weiter, so einfach wie möglich zu gestalten, dass ich dann eben über meine Krankenkasse, die ich auswählen kann, meine Versicherungsnummer, meine persönlichen Daten eingebe. Und dann kann ich den Kurs buchen und kann eben den Kurs durchführen und kann dann hinten raus mir diesen Kurs von der Krankenkasse erstattet bekommen. Jetzt habe ich einen Prozess beschrieben, der eigentlich so gar nicht funktioniert, sondern der eigentlich eine Vorleistung des Versicherten bedingen muss. Also eigentlich ist es so, dass der Versicherte sagt, ich bezahle den Kurs bei uns zum Beispiel oder bei einem Anbieter seiner Wahl und mache den Kurs dann zu Ende, bekomme ein Zertifikat und reiche dann die Rechnung bei meiner Krankenkasse ein und bekomme die dann auf jeden Fall auch erstattet im Rahmen dieser 80 oder 100%, je nach Krankenkasse. Mhm. Wir haben aber festgestellt, und darüber reden auch wir beide ja sehr häufig, dass das eine hohe Hürde ist für den einen oder anderen zu sagen, ich möchte gern das machen, aber für den einen oder anderen ist es vielleicht sogar das Geld. Also wir sprechen ungefähr für einen Kurs, der zwischen 80 und 120 Euro kostet, also sagen wir mal 100 Euro im Schnitt. Ich habe dieses Geld gerade nicht, möchte aber für meine Gesundheit etwas tun. Dann heißt es, okay, ich mache es nicht, weil ich das Geld nicht habe. Zum Zweiten sagen viele, ich bin faul. Das ist die menschliche Natur. Ja? Dass man sagt, auch dieser Prozess, ich muss das einreichen hinterher und dann vergesse ich das und dann dauert das mit der Krankenkasse, dann habe ich noch eine Rückfrage oder wie auch immer. Auch das führt dazu, dass viele es nicht tun. Und haben wir uns überlegt, wie können wir denn diese Hürde umgehen und haben eben mit einigen Schwerpunktpartnern bei uns den Spieß umgedreht. Und haben wir gesagt, wir gehen einfach in Vorleistung. Wir sagen, lieber Versicherter, wenn du uns deine Daten zur Verfügung stellst und sagst, wo du versichert bist. Das ist natürlich im Rahmen des Datenschutzes alles 100% abgesichert. Also wir sind ja da auch sehr, sehr im Rahmen der Regulatorik unterwegs und deshalb alles zu 100% abgesichert. Haben wir gesagt, wir gehen in Vorleistung. Du kannst deinen Kurs buchen, mach ihn zu Ende.
wir geben dir das Zertifikat und wir haben dann die Möglichkeit, auf unterschiedliche Art und Weise mit den Krankenkassen abzurechnen. Also ja, die Krankenkasse übernimmt und wir fördern das Ganze noch. Ist für uns ein bisschen aufwendig. Ich meine, du hast vorhin angesprochen, es werden sehr, sehr viele Kurse gebucht, Gott sei Dank, was uns in die Lage versetzt, dass wir aber dann auch mit vielen Krankenkassen abrechnen können, aber auch müssen. Und jede ist teilweise mit einer Einzelabrechnung. Und das ist sehr aufwendig, aber das ist vielleicht unser Beitrag, den wir dazu leisten, dass diese Präventionskurse mehr gebucht werden, ne, aus diesem Rahmen heraus. Und dann kann ich eben sagen, und das war jetzt bei Siegfried, aber auch vorher bei der Dame ja der Fall, wenn ich dann den Kurs zu Ende gemacht habe, kann ich eben sagen, ich kann mir im Rahmen des Angebots von Cyber zum Beispiel bei einigen Schwerpunktpartnern bieten wir ja auch die Möglichkeit an unsere Fitnesskurse eine Zeit lang noch umsonst, also kostenfrei zu nutzen, um eben das Angebot weiter in Anspruch zu nehmen. Ich könnte dann sagen, ich möchte gerne den Yoga weiter betreiben und gehe einfach auf die cyberfitness.de und hol mir dann über die Seite eben noch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Yogakurs über Fitness zu machen, über einen längeren Zeitraum, den ich dann begleitend machen kann. Ja. Und so kann ich mich dem Thema Gesundheit auf ganz unterschiedliche Art und Weise immer wieder nähern, aber immer in Ergänzung zu dem, was ich vielleicht, und sie hat ja gerade auch gesagt, sie geht wieder walken oder sie nimmt wieder am Leben teil. Ich suche mir dann das aus, was zu mir in meinem Leben passt. Und da ist ja noch zu ergänzen, dass wir ja den Fortsetzungskurs Yoga sogar jetzt auch als Präventionskurs haben. Ja, absolut, genau. Ne? Das ist sogar, das scheint irgendwie dann irgendwie mit ihr jetzt ja gerade so aneinander vorbeigelaufen zu sein. Ja, genau. Sonst würde dieses Feedback nicht passen. Ja, sie hätte ja die Möglichkeit, auch einen zweiten Kurs in diesem Jahr noch zu machen. Also wenn Sie uns gerade hören, wenn Sie uns zuhören, dann können Sie noch bis zum Jahresende sagen, ich starte meinen zweiten Kurs, den auch meine Krankenkasse durchaus erstattet. Ne? Genau. Oder den ersten, den kann man natürlich auch immer noch starten. Natürlich, ja, genau. Okay, ja, sehr schön. Also ich würde hier gerne noch ein bisschen weitermachen. Der nächste Kommentar ist ein sehr kurzer. Und der ist zu unserem Kurs endlich Nichtraucher. Denn auch in dem Bereich bieten wir ja was an. Das ist ein wichtiges Thema mit der Raucherei. Und wenn wir von Verhaltensänderungen sprechen, dann ist psychologisch, mental klar, das funktioniert im Prinzip immer auf die gleiche Art und Weise. Das heißt, egal in welchem Thema wir unterwegs sind, unsere Kurse sind immer so aufgebaut, dass jemand tatsächlich diesen Prozess erfolgreich durchlaufen kann. Und jetzt haben wir hier einen sehr kurzen Kommentar, der aber schon Strahlkraft hat durch die Art und Weise. Ich bin nun Nichtraucherin. 3 Ausrufungszeichen. Endlich. 1 Ausrufungszeichen. Ich bin glücklich. 3 Ausrufungszeichen. Vielen herzlichen Dank, Dank groß geschrieben, für eure Hilfe. 3 Ausrufungszeichen. Der Kurs war sehr gut. Nochmal 3 Ausrufungszeichen. Liebe Grüße, Judith. Liebe Judith, solltest du zufälligerweise jetzt auch diesem Podcast folgen, vielen Dank nochmal für dein Feedback, auch wenn es nicht epische Länge hatte. Es war sehr, sehr, sehr ausdrucksstark und wir freuen uns natürlich total darüber. Ja, also dieser Kurs Endlich Nichtraucher ist ja, ich glaube, unser jüngster Kurs. Ne? Ja. Und das war ein Kurs, den wir schon lange in der Planung hatten oder zumindest lange als Herzenswunsch hatten. Und ich freue mich besonders, dass dieser Kurs extrem erfolgreich performt. Wir haben den jetzt wie lange im Angebot? Ja, zum Jahreswechsel im letzten Jahr ist der. Also ein Jahr, genau. Ziemlich genau ein Jahr haben wir den jetzt. Ne? Also 2022 war das Jahr des Kurses sozusagen, des Kurses Endlich Nichtraucher. Wir sind ja dazu angehalten oder sogar verpflichtet, den Erfolg unserer Kurse zu verifizieren. Also zu gucken, wie performen die, wie wirken die auf unsere Teilnehmer, wie funktioniert das Ganze, um es immer wieder abzugleichen. Wir müssen diese Kurse ja auch immer wieder überprüfen lassen durch diese Prüfstelle, von der du eben gesprochen hast. Also die sind nicht ein für alle Mal zertifiziert, sondern werden in regelmäßigen Abständen wie so ein TÜV immer mal wieder auf den Prüfstand gestellt. Man guckt, okay, halten die denn wirklich auch das, was die versprechen? Oder haben sie sich in der Praxis als doch nicht funktionierend herausgestellt und dann wird die Zertifizierung entzogen. So, das ist uns glücklicherweise noch kein einziges Mal und bei keinem einzigen Kurs passiert. Und insofern nehme ich das mal als Hinweis auf die Qualität unserer Arbeit, die für uns natürlich essentiell ist. Ja, das ist, also man nimmt das immer so hin, aber wenn man weiß, was das tatsächlich bedeutet, wie hier unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dafür stehen, dass die Kurse immer wieder eingehalten werden. Also ja, das ist jetzt unser Podcast und ja, wir könnten uns selber loben, aber man muss auch einfach mal sagen, das ist tatsächlich auch eine Menge Arbeit, die dahinter steckt. Absolut. Aber es macht ja
wenn man diese Kommentare liest, ja, dann macht es einfach auch total Bock, dass wir das so umsetzen können und dass das gelingt. Ne? Und du hast es gerade gesagt, wenn wir Menschen zum Nichtrauchen, also was das auch für einen Impact auf das Gesundheitssystem hat, also auch, ich meine, ich stehe an der Kasse und gucke über die Schulter der Kassiererin hinweg oder des Kassierers hinweg und sehe auf der Rückseite die Zigarettenmarken stehen und sehe nur in irgendwelche blutigen Bilder, die mich ja eigentlich schon genug abschrecken müssen. Da fragt man sich ja, warum passiert es? Aber wir wissen auch alle, dass es eben nicht so einfach ist, vom Thema Rauchen wegzukommen. Und wenn ein Kurs, der präventiv eben eingesetzt werden kann, dazu führt, dass jemand langfristig Nichtraucher wird und was das dann auch mit einem selbst macht, das haben wir ja gerade gehört. Also das finde ich, ist wirklich immer sehr, sehr schön zu sehen und da verändert sich ja wirklich was in dem Leben. Ne? Ja, total. Und worauf ich noch hinaus wollte, einfach um vielleicht denjenigen, die sich mit diesem Thema Rauchen beschäftigen, ein bisschen Mut zu machen. Wir haben tatsächlich eine eruierte Erfolgsquote in unserem Nichtraucherkurs von 75%. Das ist natürlich der Hammer. Ja. Und da sind wir sehr stolz drauf und sehr froh drüber. Und insofern an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die liebe Judith für ihr Feedback. Und nur Mut an alle, die eventuell dieses Thema haben und versuchen wollen, damit mal quitt zu werden. Absolut, absolut. Wir haben ja gerade auch schon im Vorfeld gesagt, wenn wir ein bisschen darüber uns unterhalten, was machen wir heute hier im Podcast, worüber wollen wir noch reden? Und wenn wir über das Thema dieser Gesundheitskurse, Präventionskurse sprechen, dann haben wir eine große Anzahl von Versicherten, die eigentlich machen könnten. Also wenn man überlegt, es sind über 80 Millionen Menschen in Deutschland, sind nur 10% privat versichert und selbst die mittlerweile bieten ja denen die Möglichkeit an, über unterschiedliche Tarifkombinationen auch diese Kurse auch mit uns erstatten zu lassen über die Krankenversicherung. Aber es sind eben knapp 70 Millionen oder gesetzlich Versicherte, die Anspruch auf diese Kurse haben. Aber es wissen einfach sehr, sehr wenige. Ja. Es gibt vielleicht einen kleinen Exkurs. Jedes Jahr einen aktuellen Präventionsbericht. Da steht irgendwie drin, wie viele Kurse denn in den letzten Jahren von diesen Präventionskursen überhaupt gemacht worden sind. Und die Kurve ist leider rückläufig. Das hat natürlich auch mit Corona zu tun, weil viele Kurse früher in Präsenz gelaufen sind und jetzt häufig in der Corona-Zeit nicht genug Anbieter am Markt da waren, um diese Präventionskurse auch digital durchführen zu können. Wir hatten im letzten Jahr nur noch rund 800.000 dieser Kurse, die durchgeführt worden sind. Und davor im Jahr waren es noch 1,2 Millionen und davor waren es 1,8 Millionen. Also man sieht, dass was Corona ausgerichtet hat, also angerichtet hat, auch in dem Rahmen. Und selbst wenn unsere Kurszahlen da steigend sind, heißt es jedoch, haben viele Menschen das Präventionsangebot nicht wahrnehmen können. Und nochmal, jeder der 80 Millionen Bürger hätte die Möglichkeit gehabt oder der 70 Millionen gesetzlich Versicherten, einen Kurs mindestens im Jahr zu machen. Und wenn wir 800.000 hören, dann wissen wir, da ist viel Potenzial nach oben. Also da ist auch Aufklärung angesagt. Also deshalb, auch das ist ja Ansinn, dieses Podcast einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und zu sagen, geht doch dahin, nutzt diese Möglichkeiten, die euch doch der Gesetzgeber da tatsächlich gibt. Denn auch da ist tatsächlich so, je größer die Nachfrage, umso größer das Angebot später und je größer die Möglichkeiten, dass die Menschen gesund bleiben. Ja. Mal ganz davon abgesehen, das ist jetzt nichts, was unsere Zuhörer vielleicht riesig beschäftigt, aber das beschäftigt uns eben sehr viel, dass wir dass natürlich der Impact auf den Gesundheitswirtschaft unglaublich groß ist. Also wir sprechen immer von diesem ROI, das ist ja diese Zahl Return on Investment. Also wenn ich diese 99 Euro sehe, was spare ich das Gesundheitssystem? Also wir könnten auch sagen, das ist der Return on Prevention, ist vielleicht noch schöner. Ja? Also was kommt tatsächlich wieder zurück? Und wir gehen davon aus, dass das im Bereich 5-, 6- oder 7-fach wäre, was wir das Gesundheitssystem da einsparen können. Nicht nur wir, sondern Präventionsmaßnahmen grundsätzlich. Also vielleicht ein kleiner Aufruf. Nutzt da draußen das Angebot der Präventionsanbieter. Denn es macht nicht nur Spaß, das ist das eine, sondern es hat eben auch Auswirkungen natürlich auf das persönliche Leben, aber eben auch natürlich auf die gesamte Gesundheitswirtschaft. Denn ansonsten kommen irgendwann Beitragsanpassungen, Steigerungen. Jeder, der gesetzlich versichert ist, weiß, dass der Beitrag immer steigt, dass die Krankenkasse Beitrag erhöhen müssen. Und deshalb ist das schon wichtig. Also nicht nur bei uns, sondern grundsätzlich. Ein großes Thema. Ja, ich weiß noch, einer unserer ersten Claims in dem Zusammenhang war damals, Prävention ist smart. Ja. Und ich weiß auch noch, als wir das Thema für uns entdeckt haben vor inzwischen etlichen Jahren, dass wir alles gar nicht fassen konnten, dass es diese Möglichkeiten gibt, eben auch digitale Präventionskurse zu entwickeln und anzubieten. Und gedacht haben, mein Gott, Hammer, das besser geht's ja gar nicht. Ja. Die Angebote erreichen mich überall und jederzeit. Und die Krankenkasse bezahlt.
weil es eine gesetzliche Vorgabe gibt, ist doch sensationell. Und dann haben wir gelernt in den Jahren drauf, dass es offensichtlich keiner weiß, dass es diese Möglichkeiten gibt. Genau. Ja? Jetzt sind wir auf vielen Wegen dabei, das voranzutreiben und diese gute Nachricht eben zu verbreiten. Mit den Kassen zusammen, mit unseren Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und dieser Podcast soll auch dazu beitragen. Ja, und jeder, der natürlich Fragen hat, kann sich auch wirklich an uns wenden. Und selbst wenn er dahinter sagt, ich mache den Kurs nicht, aber einfach, ne, wir haben ja eine Möglichkeit, auch Fragen zu beantworten. Und im Rahmen unseres Präventionsnetzwerks können wir natürlich auch viele Dinge beantworten. Also da sind alle wirklich aufgerufen, meldet euch doch einfach und stellt diese Fragen und wir beantworten sie. Und wir unterstützen alle gerne dabei, die einen Kurs buchen wollen. Sie können natürlich auch immer unmittelbar mit Ihrer Krankenkasse sprechen, denn nochmal, jede Krankenkasse hat ja den Auftrag dazu, Prävention zu unterstützen und auch anzubieten. Also, aber das ist wirklich wichtig, dass die Leute nicht sagen, ach, ich habe das System nicht verstanden oder ich weiß davon nichts. Deshalb wird es auch im nächsten Jahr von uns ein großes Anliegen sein, dass wir nicht nur unsere Kurse weiterentwickeln, unser Angebot weiterentwickeln, sondern dass wir dieses Gesamtthema Prävention nochmal größer machen. Ne? So ist das, ja. Ja, also dieses Thema ist in einer starken Entwicklung und die Zielsetzung dieser Entwicklung ist natürlich, immer präziser und immer wirkungsvoller Menschen begleiten zu können auf dem Weg zur Veränderung ihrer Lebensgewohnheiten, zur Gesundung ihrer Lebensgewohnheiten. Und das ist natürlich eins unserer Hauptanliegen, uns selbst auch weiterzuentwickeln. Ja, du hast eben schon angesprochen, 2 Kurse pro Jahr werden von der Krankenkasse finanziert und subventioniert. Und wir haben jetzt kurz vor Jahresende. Mhm. Ja, deswegen an dieser Stelle ruhig nochmal der wohlwollende Appell, wer noch irgendein Thema hat und in diesem Jahr vielleicht noch gar keinen, vielleicht aber schon einen Präventionskurs über seine Kasse gebucht hat, der kann jetzt die nächsten 3 Wochen noch nutzen, um den 2. Kurs für dieses Jahr zu buchen, damit er sich nicht schon den 1. Kurs vom nächsten Jahr klaut. Ja, genau, absolut. Genau. Denn im nächsten Jahr, und das ist vielleicht auch jetzt nochmal ein kleiner Teaser, gibt es von uns, von Cyberprävention, ein ganz neues und ja im Prinzip schon richtungsweisendes Angebot. Wir haben eine Art Kampagne vorbereitet fürs nächste Jahr, für den Neujahrsstart sozusagen, basierend auf unserem Kurs Erfolgreich Abnehmen. Mhm. Also das Thema Erfolgreich Abnehmen oder das Thema Abnehmen grundsätzlich ist ja immer so ein Jahresanfangsthema. Ja, weiß nicht, wie es dir geht. Ich selbst mache tatsächlich auch zum Jahresbeginn im Januar, du weißt es, glaube ich, immer eine Art Kur. Mhm. Da geht es jetzt nicht in erster Linie bei mir um das Thema Abnehmen. So viel ist da nicht an Substanz, aber es geht um das Thema Entgiften, Entschlacken. Ja, und so 2, 3, 4 Kilo sind ja immer irgendwo ein bisschen zu viel Fell. Die dürfen auch gehen. Ja. So. Und vielleicht auch in anderen Qualitäten haben ja viele Menschen zum Jahresbeginn das Ziel, boah Mensch, jetzt neues Jahr, neues Glück, jetzt will ich mal wieder ein bisschen auf Angriff gehen. Und deswegen gibt es von uns eben jetzt dieses Coaching-Angebot. Das heißt, wer im Januar unseren Kurs Erfolgreich Abnehmen bucht, kann, wenn er das möchte, als Option zusätzlich ein bisher noch nicht existentes Coaching-Angebot von uns wahrnehmen. Das bedeutet konkret, dass 3 unserer Coaches, nämlich die liebe Michaela, die auch im Abnehmkurs als Food-Expertin vorkommt. Die liebe Nicole, die auch in etlichen unserer Kurse als Trainerin und als Coach auftaucht. Und der liebe Tom, das bin ich übrigens. Wir 3 sind als Coaching-Team unterwegs und stehen zur Verfügung in Online-Konferenzen, in Social-Media-Gruppen, im Austausch mit den Teilnehmern noch ein bisschen intensiver zu begleiten und noch ein bisschen mehr Motivation zu spenden, noch ein bisschen mehr Wissen vielleicht auch zu spenden, Handlungsfähigkeit zu unterstützen, damit die Menschen, die das nutzen, noch erfolgreicher sind. Ja, das ist wirklich großartig. Also ich weiß ja, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Und wir haben uns ja sehr bewusst dazu entschieden, dieses Angebot auch nach draußen zu geben, weil wir natürlich auch im nächsten Jahr ja gesagt haben, das Thema Coaching, wir haben das ja eingangs schon mal gesagt, das Thema Coaching und Unterstützung, um noch mehr und einfacheren Zugang zu diesen Themen zu bekommen, ist uns einfach wichtig. Und das ist dann einfach auch nochmal ein kleines Dankeschön an unserer Community. Das gibt mir aber jetzt die Gelegenheit, Tom, natürlich auch nochmal zu sagen, mit welchen Experten
Werten wir da eigentlich unterwegs sind. Und deshalb, ich hatte ja anfangs gesagt, geht auch mal ein bisschen um dich heute im Podcast. Wir machen kurz vom Ziel, ich dachte, ich komme drum rum. Wir machen einfach einen kleinen Rollentausch jetzt. Und es ist natürlich auch interessant zu wissen, du bist ja jetzt niemand, der hier nur Podcasts macht oder der vielleicht mit dem einen oder anderen Thema hier bei uns vor der Kamera unterwegs ist. Also wer unsere Kurse gebucht hat, der weiß, dass du eigentlich das Gesicht über die letzten Jahre immer schon von Cyber, also in der ganzen Cyberwelt geworden bist. Was uns natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ein bisschen abhängig macht, aber Spaß beiseite. Nein, du hast ja über die letzten Jahrzehnte eigentlich so viel Erfahrung im Bereich Bewegung, Ernährung und auch mentaler Gesundheit gesammelt, dass das für viele ja sehr viel wert war. Du bist Personal Coach gewesen über viele, viele Jahre, nicht nur im Bewegungsbereich, sondern auch insbesondere im Bereich der persönlichen Betreuung, des Coachings. Und du hast letztens, das fand ich sehr beeindruckend, mit jemandem ja ein Gespräch geführt, wo du gesagt hast, ich muss mit dem ein persönliches Gespräch führen, um ihn auch dahin zu führen und zu sagen, wie kann das umgesetzt werden? Und vielleicht kannst du da mal ein bisschen zu erzählen, also auch, was hast du gemacht, wo hast du deine Erfahrung her? Weil ich glaube, das ist für die Menschen, die uns zuhören und dich vielleicht jetzt schon ein paar Mal gehört haben, auch mal sehr interessant. Mhm. Ja, also ich danke dir für die Möglichkeit, da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Du hast es ja jetzt im Prinzip durch die vielen Jahrzehnte, die du gerade angesprochen hast, schon mal weggenommen. Ich bin 53 Jahre jetzt in diesem Moment und das bedeutet, ich habe eine Menge Zeit gehabt, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Tatsächlich ist es so, dass ich irgendwie mein Leben lang im Bereich Bewegung, Gesundheit, Bewusstheit unterwegs bin. Keine Ahnung, manche Dinge sind einem ja irgendwie in die Wiege gelegt. Dann sind Lebenskonstellationen zuträglich, die das unterstützen, die dir Erfahrungen vermitteln, die dich auf eine bestimmte Fährte bringen. Ich habe, was den Bereich Sport anbelangt, so einen klassischen Weg. Ich habe Sportabi gemacht, dann ein Sportstudium aufgenommen, dann aber währenddessen auch relativ schnell so den Ansatz, alternative Heilmethoden, alternative Medizin, Bewusstseinsarbeit gefunden, habe dann die Heilpraktikerschule besucht auch, habe aber bei all dem festgestellt, ich möchte eigentlich nicht gerne als Therapeut arbeiten, also im Sinne von, dass Menschen zu mir kommen, ohne jetzt Therapeuten zu nahe treten zu wollen. Ja, aber meine Vorstellung damals war so, Mensch, als Therapeut kommen Menschen zu mir und geben so ein bisschen ihre Selbstverantwortung bei mir ab. Das stimmt natürlich nicht, aus meiner heutigen Sicht sehe ich das ein bisschen anders. Aber damals war für mich die Entscheidung, nee, Therapeut möchte ich eigentlich nicht werden, sondern ich möchte gerne Coach werden, Trainer werden, also Menschen helfen. Hilfe zur Selbsthilfe war damals so ein Slogan. Ne? Das war genau mein Ding. So, und auf diesen Weg habe ich mich dann auch begeben. Hab dann den klassischen Weg Fitnesstrainer im Studio, Kursleiter im Studio gewählt, bin dann eben sehr intensiv erstmal in die Bewegungsthemen eingestiegen. Dann war aber relativ bald klar natürlich, dass Ernährung auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich habe angefangen als Personal Trainer zu arbeiten und in speziell dem Bereich Personal Training ist natürlich Ernährung ganz schnell nach vorne gekommen. Das hat dazu geführt, dass ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe und angefangen habe, Menschen eben auch in dem Bereich zu coachen. Und wenn man sich mit dem Thema Ernährung und Gewichtsreduktion auseinandersetzt, dann ist man ganz, ganz schnell auch im Bereich mentale Aspekte. Das hatte ich natürlich alles vorher auch schon in meinem Horizont. Aber da sind dann immer so Berührungspunkte, die es plötzlich konkret machen und wo du plötzlich merkst, Mensch, da muss ich mich jetzt irgendwie mal in ein Thema reinarbeiten. Da muss ich Skills entwickeln, muss schauen, wie kann ich Menschen denn überhaupt helfen dabei. Ja, und das ist so mein Werdegang gewesen. Ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, nicht Wasser zu predigen und Wein zu saufen, sondern ich halte es für einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, die Dinge, die ich anderen Menschen versuche zu vermitteln, selber erlebt zu haben. Vielleicht eine kleine Randnotiz dazu. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr intensiv mich mit dem Thema Rücken befasst. Und das war nicht von ungefähr, sondern weil ich zu einer bestimmten Zeit in meinem Leben selbst massive Rückenprobleme hatte. Hängt damit zusammen bei mir, dass ich einen Beinlängenunterschied habe. Mein rechtes Bein ist 2,5 Zentimeter kürzer als mein linkes und daraus resultierte das damals. Und ich habe damals gelernt, das ist aber nicht schicksalsgegeben, dass es dir jetzt mit deinem Rücken schlecht geht, sondern trotz dieser anatomischen Schwierigkeit kannst du mit deinem Rücken so umgehen, dass Leistungssport, starke Belastungen überhaupt kein Thema sind. Und ich lebe seitdem mit einem gesunden Rücken und habe überhaupt keine Probleme da in dem Bereich. Das sind so Erfahrungen, persönliche Erfahrungen, die einen beeindrucken und wo man denkt, Mensch, guck mal, es gibt offensichtlich viel, viel mehr Optionen der Wahl, die man hat. Aber es hängt davon ab tatsächlich, was leite ich aus meinen Erkenntnissen ab und wie schaffe ich es, meine Erkenntnisse, meine intellektuellen Erkenntnisse in eine Handlung zu überführen.
Und der wichtige Schritt, der davor stattfinden muss, ist, dass ich die intellektuellen Erkenntnisse zu einer Baucherkenntnis und einer Herzensangelegenheit machen muss. Mhm. Weil das sind die Voraussetzungen, die ich brauche, um wirklich genug Motivation und Energie aufbauen zu können, Themen so lange voranzutreiben, bis sie tatsächlich in mein Leben Eintritt gehalten haben und nicht nur so als intellektuelle Blase oben drüber schweben. Das ist ja deshalb so interessant, weil viele dieser Erfahrungen natürlich auch in die Kurse mit einfließen können. Ne? Es ist eben, du bist ja Programmdirektor auch, du übernimmst die Verantwortung dann eben hier im Unternehmen auch für die inhaltlichen Themen in Absprache natürlich mit unseren Mitarbeitern, natürlich auch im Rahmen der zentralen Prüfstelle, die natürlich auch ihre Vorgaben da hat, da müssen wir uns ja abstimmen. Wenn du jetzt mal so in die Vergangenheit blickst und jetzt auch die Feedbacks natürlich liest von den Leuten, die wir da haben, hat sich da was verändert in den letzten Jahren aus deiner Sicht? Also auf der einen Seite da zum analogen und das digitale Training? Also Feedback ist natürlich ein wichtiges Thema als Coach, ne? Weil man natürlich gerne Gutes tut und natürlich sich dann freut, wenn es auch von Erfolg gekrönt ist. Und insofern sind wir natürlich alle super froh hier, dass wir jetzt diese Feedbackmöglichkeiten haben. Das ist noch nicht so super lange so, dass Menschen sich da bei uns auch entsprechend äußern können. Das Schöne an den digitalen Angeboten ist natürlich, dass wir einfach viel, viel mehr Menschen erreichen können. Also, weil ich in der Zeit, als ich 20 Jahre oder gut 20 Jahre, wo ich als Personal Trainer gearbeitet habe, das war eine tolle Zeit, eine erfüllte Zeit, aber ich habe natürlich mit einer Handvoll Menschen arbeiten können, weil mehr Zeit einfach nicht vorhanden war. Mhm, klar. Jetzt erreichen wir tatsächlich Hunderte von Menschen am Tag, zigtausende Menschen über die Zeit. Und das ist natürlich toll. Ich habe es mal erzählt an einer anderen Stelle. Es gibt das hast du im ersten Podcast auch erzählt. Genau, genau, ne? Es gibt diesen einen Guru oder Yogi, dem ich auf YouTube ganz gerne folge. Sadhguru heißt er. So ein typischer Yogi, ne, mit langem Bart und Turban und so weiter, ist ein Inder auch. Und der ist mal gefragt worden, wen er denn für den größten Guru aller Zeiten hält. Und jetzt passt natürlich zu so einem erleuchteten Menschen eher Bescheidenheit als Großkotzigkeit. Aber trotzdem hat er in aller Bescheidenheit gesagt, dass er selbst natürlich der größte Guru aller Zeiten wäre. Obwohl er sich bewusst wäre, dass natürlich Buddha, Krishna, alles sehr erleuchtete Wesen waren, die möglicherweise auch über ihm stehen. Das ist jetzt, interpretiere ich jetzt mal da rein. Aber er sagt, die hatten alle nur die Möglichkeit, vor irgendwelchen Dorfgemeinschaften von vielleicht 10, vielleicht 50 Menschen zu sprechen. Und er hat das Internet und spricht vor Millionen. Ja, genau. Deswegen, selbstverständlich ist er der größte Guru. Ne? Und das zu Lebzeiten. Ja, genau. Selbstverständlich ist er der größte Guru aller Zeiten. Ja. So, jetzt möchte ich das nicht so sehr auf mich selber persönlich beziehen, aber doch zumindest auf die Möglichkeiten, die uns in dieser digitalisierten Welt zur Verfügung stehen. Ja. Und das ist großartig und das ist extrem motivierend für uns alle hier, das weiß ich, in unserem Team. Und wir sind sehr, sehr enthusiastisch, was uns die Zukunft noch für Möglichkeiten bietet. Und ein Mittel eben ist zum Beispiel ein Podcast, ne, mit dem wir die Menschen informieren können, eben auch vielleicht im Autofahren, während des Rasenmähens, im Flugzeug, in der Bahn, so sich einfach zuzuhören und vielleicht sich dem einen oder anderen Thema noch zu widmen. Wir haben ja noch auch im nächsten Jahr ganz viel vor, mit dem Podcast natürlich unter anderem. Es wird noch spannende Folgen geben jetzt. Wir haben gesagt, wir machen das einmal im Monat. Wir wollen mit dem Podcast auch die Menschen zu unterschiedlichen Themen erreichen. Die ersten Folgen gingen jetzt sehr, sehr stark in die Richtung unserer Präventionskurse auch. Also wer möchte natürlich auch nochmal einfach reinhören in die unterschiedlichen Folgen. Die haben jetzt keine nur zeitliche Komponente, wo man weiß, also da ist etwas genau zu dem Zeitpunkt wichtig, sondern man kann da immer reinhören. Das finde ich ganz schön. Wir haben auch gesagt, wir wollen die Themen noch ein bisschen genauer beleuchten. Wir werden vielleicht Anfang des nächsten Jahres auch noch weitere Menschen hier zu uns holen, um vielleicht Stoffwechselthemen mal aufzumachen. Wir haben das Thema Säure-Base-Haushalt im nächsten Jahr, wo wir uns Experten reinholen. Also das vielleicht mal so ein kleiner Ausblick auf das erste Quartal, mit denen du dann sprechen willst. Jetzt habe ich mir gedacht, zum Schluss machen wir mal mit dir eine kleine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Nur so ein bisschen auf den Punkt. Interessant. Ja, ich weiß, ich habe dich darauf nicht vorbereitet, aber ich weiß, du bist ja ein sehr spontaner Mensch. Versuch bevor wir dann vielleicht zum Gesamtende des Podcasts kommen. Ja. Gibt es ein Buch oder einen Film zum Thema Gesundheit oder vielleicht ganz allgemein, der dich besonders erreicht hat, das du empfehlen kannst? Ein Buch oder einen Film zum Thema Gesundheit? Ja, vielleicht auch ganz allgemein, wo du sagst, es hat... Vielleicht auch schön für die Weihnachtszeit jetzt. Ne, wenn man
Was ich in jedem Fall empfehlen würde, sind Bücher zum Thema Bewusstsein. Mhm. Denn das ist ja so ein übergeordnetes Gesundheitsthema. Ne? Da gibt es ganz viele Anbieter, da möchte ich mich jetzt gar nicht unbedingt festlegen. Kann man auch auf YouTube mal ganz gerne recherchieren, da gibt es viele Beiträge dazu. Aber vielleicht, wenn dir noch was einfällt, auch weil ich dich ja jetzt überfallen habe, vielleicht nochmal in die Shownotes einen kleinen Buch. Ja, ja, sehr gerne. Ich denke da nochmal drüber nach, was denn so eine gute Lektüre wäre. Also, Bewusstseinsthema ist zum Beispiel Das kleine Café am Rande der Welt, heißt das, glaube ich, ne? Ja, stimmt. Tolles Buch. Ja. Okay, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit rein. Das Thema, die Rolle von Gesundheit für dich persönlich, was bedeutet Gesundheit für dich? Ich glaube, Gesundheit ist eigentlich unser natürlicher Zustand. Wenn wir es schaffen, uns von vielen Irrungen und Wirrungen abzubringen, die unser Lebensweg so mit sich bringt, also wenn wir es schaffen, uns auf uns selber zu besinnen, dann ist Gesundheit der Zustand, der daraus resultiert. Und insofern ist es tatsächlich all das, was wir versuchen, wobei wir versuchen zu unterstützen, ist ein Freimachen von den Dingen, die unsere Gesundheit verhindern. Ja. Also mehr ein Loslassen als ein Ergreifen. Ich habe ja gesagt, das ist kurze Frage, kurze Antwort. Deshalb, wenn wir jetzt darauf eingehen, da könnten wir wahrscheinlich noch gut ins Philosophieren kommen. Und die letzte Frage für dich dann, was war denn der größte Erfolg in deinem Leben? Kannst du das sagen? Der größte Erfolg in meinem Leben. Oder für dich. Loslassen zu können. Schließt sich ja so ein bisschen an die letzte Antwort auch nochmal an. Ne? Mhm, genau. Schön. Tom, vielen Dank, dass du dich kurz auf diesen Rollenwechsel eingelassen hast. Ja, sehr gerne. Spannend, spannend. Genau. Ich würde jetzt auch nochmal ganz kurz zum Abschluss dann nochmal ganz präzise diesen Podcast zu Ende bringen. Gerne. Mit dem Appell an unsere Zuhörer, uns weiter zu folgen natürlich. Mhm. Uns zu adressieren, wenn es Fragen gibt zu diesem oder zu anderen Podcasts, ja, unter podcast@cyberhealth.de. Kann man uns anschreiben, werden wir auch hier unterhalb des Podcasts nochmal verlinken. Darüber nachzudenken, ob es nicht noch ein Gesundheitsthema gibt, was in diesem Jahr auf dem Programm stehen könnte, denn das wäre smart, ja, dieses Jahr noch auszuschöpfen. Und dann, wenn für euch das Thema Abnehmen tatsächlich ein wichtiges Thema sein könnte, dann guck doch mal, ob ihr nicht Lust habt, mit uns im Januar durchzustarten. Denn das wird sehr, sehr, sehr spannend werden, das kann ich euch versprechen. Wir freuen uns da schon drauf wie Bolle und freuen uns natürlich über rege Teilnahme, denn wir wollen am liebsten so vielen Menschen wie möglich auf die Sprünge helfen. Ja. Also ich finde das auch wirklich schön so zum Jahresbeginn. Du hast ja gerade schon gesagt, du machst das, ich werde das auch machen. Ich werde mich deiner Kur anschließen, dass wir zum Jahresbeginn noch ein bisschen auf den Reset-Knopf drücken. Genau. Und da es geht ja nicht nur immer mal um Abnehmen, sondern einfach um Gesunden auch. Für den einen oder anderen sind die Kilo vielleicht ein bisschen entscheidender, für den anderen sind es andere Themen. Ja. Ja, schließe ich mich sehr, sehr gerne an, auf jeden Fall. Ja. Super. Lieber Olli, dann bedanke ich mich als heute nicht nur Gastgeber, sondern auch Mitgast in eigener Mission unterwegs mit dir zusammen für deine Teilnahme. Ich fand, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Podcast, inspirierend hoffentlich auch für unsere Zuhörer. Und jetzt bleibt mir im Prinzip, da das für dieses Jahr zumindest der letzte Podcast ist, euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen, ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein bisschen Ruhe vielleicht. Die letzten 2 Jahre waren anstrengend, dieses Jahr wahrscheinlich auch. Mal sehen, was im nächsten Jahr kommt. Ich wünsche euch eine ganz positive Einstellung dazu. Denkt dran, Herausforderungen sind dazu geeignet, uns alle wachsen und reifen zu lassen. Und vielleicht auch an dieser Stelle nochmal der kleine Hinweis, manchmal ist Loslassen eine große Hilfestellung, Energie zu behalten, anstatt sich zu verausgaben. In diesem Sinne auch einen guten Übergang ins neue Jahr. Und schon mal an dieser Stelle fürs neue Jahr das Allerbeste für jeden von euch da draußen. Tom, ich habe mich auch bei dir zu bedanken, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und einfach auch mal so ein bisschen mit dir zu plaudern und vielleicht auch den Menschen mal so ein bisschen was über dich zu erzählen. Die haben dich ja vielleicht schon kennengelernt oder auch in der im Netz oder unsere Kurse schon mal gesehen. Ich finde es immer spannend, mal zu wissen, mit wem spricht man denn da. Und ich schließe mich deinen Grüßen einfach an. Alles Gute auch von mir für euch da draußen zum neuen Jahr, fürs Weihnachtsfest, für die Weihnachtszeit. Tom hat das sehr schön beschrieben.
Loslassen ist mal wichtig, dann kann man nämlich irgendwann wieder auch neu zugreifen. Und ja, genau. Und für alle die, die vielleicht irgendwie nochmal ein Feedback geben wollen, ob das jetzt bei uns auf der Seite ist, du hast unsere Supportseite genannt oder auch bei YouTube oder bei iTunes oder bei wo es sonst Bewertungen gibt, einfach bewerten ist immer ganz schön, dann wissen wir eben auch mal, ob das, was wir hier machen, auch ankommt und wie es ankommt, finde ich immer wichtig. Also von meiner Seite aus auch nochmal alles Gute und einen guten Start ins neue Jahr. Sehr schön. Vielen Dank und bis demnächst.